Das ist das Weltbild nach Nikolaus Kopernikus. Kopernikus habt ihr schon mal gehört. So, nach ihm wird das heliozentrische Weltbild genannt. Wir haben ein geozentrisches Weltbild, das ist das Weltbild, in dem die Erde der Mittelpunkt ist und alles dreht sich um die Erde. Ne, kennt ihr solche Freunde in eurer Freundesgruppe, in der sich alles um den dreht? Zum Beispiel, so ist die Erde ungefähr, nach dem geozentrischen Weltbild. Und wir haben das heliozentrische Weltbild nach Kopernikus. Bitte sehr. Ach, der war beim Kiosk, okay. Stark. Nach Nikolaus Kopernikus haben wir das heliozentrische Weltbild, Helo, in diesem Kontext für Sonne. Er dachte, die Sonne ist das Zentrum des Universums. Und das hat er an vielen Beobachtungen gemacht. Natürlich, gut, wird er ein bisschen gehatet, aber gut, zu seiner damaligen Zeit. Und er hat gesagt, alles dreht sich in perfekte Kreise um die Sonne. Das Problem ist, die Griechen waren sehr verliebt in den Idealen der Schönheit. Okay? Weil ein Kreis oder eine Kugel war etwas Perfektes. Deshalb dachte zum Beispiel auch Pythagoras, dass die Erde rund ist. Deshalb dachten die auch, dass die Planeten und Sterne sich in perfekten Kreisen um die Erde drehen, weil ein Kreis einfach schön ist. Aber ja, dann haben sie einige Himmelsobjekte beobachtet, zum Beispiel der liebe, das wollte ich jetzt eigentlich nicht despawnen lassen, der liebe Kopernikus. Es gab einige Planeten oder Himmelsobjekte, die sich komisch verhalten haben. Nämlich die laufen so nach vorne, aber im Laufe der Zeit machen die so eine Kurve irgendwie, gehen nach hinten. Das ist jetzt aber nicht so kreisförmig. Dann haben sie versucht, das so zu erklären, indem sie in diesen Kreisen weitere Kreise einbauen. Was dann wieder nicht funktioniert hat, weil diese Kurve, die ihr zum Beispiel seht, könnte der Mars machen, weil er sich ja auf einer anderen Umlauf befindet als uns. Und wir überholen ihn manchmal. Und aufgrund dessen erscheint er manchmal so, als würde er rückwärts laufen. Okay, so, aber das wussten sie damals nicht. Nikolaus Kopernikus hat dann das heliozentrische Weltbild aufgestellt. Aber das blieb nicht lange so, denn es gab einen weiteren Typ, der jetzt die Arena reinjoint. Vielleicht kennt ihr den, der liebe Johannes Kepler. Sie macht sich über sein Aussehen lustig. Ich finde, er ist voll charmant, oder nicht? Nein, das ist, ein Zirkel oder so. Johannes Kepler hat gesagt, Kopernikus, super gemacht. Ich habe nur ganz kleine Änderungen, die ich an dein Weltbild machen möchte. Die erste Änderung, die er gesagt hat, die Planeten bewegen sich nicht kreisförmig in perfekten Kreisen, sondern ellipsenförmig. Die Form einer Ellipse. Was ist das denn? Das kann ich dir mal zeigen. Eine Ellipse ist das. Das ist eine Ellipse. Ne, stell dir vor, du nimmst einen Kreis und du ziehst ihn so auseinander. So eine Ellipse hat sogenannte Brennpunkte. Und er sagt jetzt, dass die Planeten sich um die Sonne drehen, ellipsenförmig, und die Sonne befindet sich dabei in einem dieser Brennpunkte. Das war sein erstes Gesetz. Er hat ein weiteres Gesetz aufgestellt, in dem er sagt, wenn ein Planet jetzt näher an der Sonne ist, weil wir sind nicht immer nah an der Sonne, by the way, was glaubt ihr, wann wir am nächsten an der Sonne sind? Im Sommer oder im Winter? Ganz logisch jetzt. Im Sommer sind wir näher an der Sonne, ne? Tatsächlich sind wir im Sommer am weitesten von der Sonne entfernt. Wisst ihr warum? Weil nicht die Entfernung eine Rolle spielt, sondern die Neigung der Erdachse. Deshalb haben wir Jahreszeiten. Die Jahreszeiten, es ist gerade nicht überall auf der Erde Sommer. Wenn ihr auf die Südhalbkugel geht, dann habt ihr da Winter. Hier, wenn sich ein Planet zum Beispiel jetzt beispielsweise nach da bewegt, dann bewegt er sich hier langsam und je näher er dann an der Sonne wird, desto schneller wird er. Das Interessante hierbei, was Kepler sagt, in seinem zweiten Gesetz, ist, dieser Abstand, diese Fläche hier, die bleibt gleich. Also diese Fläche ist genauso groß wie diese Fläche. Okay? Nur weil es langsamer ist,
verstreicht es nicht mehr oder weniger Fläche, sondern die gleiche Fläche, ja? Ach so, okay. Gut. Das dritte Keplersche Gesetz sagt Folgendes. Da muss ich einmal kurz das, die Bildschirmnotation wegmachen. Das ist das dritte Keplersche Gesetz. Macht Sinn, oder? Nee, also das machen wir jetzt nicht, weil das ein bisschen mathematisch ist und... Einzel? C2 Einzel, nee, nee. Das sind in, also, wenn ich die Umlaufbahn von einem Planeten habe, zum Beispiel die Erde, und ich habe den Umlaufbahn des Jupiters oder so, dann kann ich auch anhand von dem Radius den Abstand berechnen, zur Sonne beispielsweise. Wenn ich weiß, wie weit die Sonne von der Erde ist und ich weiß, wie lang die Erde braucht, um die Sonne einmal zu umrunden, und ich weiß auch, wie lang zum Beispiel der Jupiter braucht, um die Sonne einmal zu umrunden, dann kann ich nach dieser Gleichung direkt ausrechnen, wie weit der Jupiter zum Beispiel von der Sonne entfernt ist. Aber das machen wir jetzt hier nicht. Ihr könnt mein YouTube-Video dazu schauen, wenn ihr das unbedingt wollt. Jetzt kommt ein weiterer Typ, der hier nochmal alles auseinandernimmt und auseinandergenommen wird, traurigerweise. Das ist der liebe Galileo Galilei.